Lasst uns zur Ruhe kommen, das wünscht sich der Oberbürgermeister von Solingen, seiner Stadt und Heimat in diesen Tagen. Doch die Trauer und Fassungslosigkeit nach dem Terroranschlag am vergangenen Freitag hält noch viele davon ab. Und auch Wut, weil es vor Solingen bereits in Mannheim und an anderen Orten Attentate gab und das Gefühl bleibt, geändert hat sich seitdem nichts. Bevor wir gleich versuchen zu ordnen, was Parteien und Politiker aus dieser Situation machen, gibt uns Oliver Meyer einen Einblick in die Seele einer verwundeten Stadt, die am vergangenen Wochenende eigentlich ihren 650. Geburtstag mit einem Volksfest feiern wollte. Die letzten Bühnenteile des Solinger Stadtfests werden im LKW verstaut. Philipp Müller ist Mitorganisator des Fests, an dem er 9 Monate lang gearbeitet hatte. Und das nach nur wenigen Stunden ein schreckliches Ende fand. Das zerbricht natürlich schon in mir viel. Ja, und was dann aber auch hinzukommt, ist, dass ich die Bevölkerung gesehen habe, die komplett leer ist. Ja, immer noch der Samstag war eher wie ein Totensonntag. Ganz gedrückte Stimmung drin. Und das jetzt vorhin, wo ich bin eine halbe Stunde durch die Stadt gegangen, viel, viel besser ist noch nicht. 3 Kerzen erinnern nun an die Menschen, die hier ihr Leben verloren. Es herrscht Trauer, Fassungslosigkeit, bei manchen auch Wut. Viele erwarten nun Konsequenzen. Die Menschen erzählen, dass die Politik was machen muss. Ja, ich hoffe, dass es dann auch bitte umgesetzt wird, weil die Menschen wollen das ja sehen. Die haben mit Sachen, die ins Schaufenster gestellt werden, da haben sie die Faxen dicke. Ja, wir wollen jetzt Ergebnisse sehen, gerade in dieser Stadt in Solingen, die so gebeutelt ist. Denn Solingen, damit verbinden viele den rechtsextremen Brandanschlag von 1993. 5 türkischstämmige Frauen und Mädchen wurden damals ermordet. Nun ist die Stadt wieder mit einer grausamen Gewalttat konfrontiert. Dann fragt man sich selbstverständlich auch immer wieder, warum schon wieder in Solingen? Ne? Also das war ja damals schon ein furchtbares Erlebnis. Das ist eigentlich nur ein Kopfschütteln, Fassungslosigkeit und eigentlich nur traurig. Ich bin allein, bin Witwe, aber ich habe gute Freunde, die mich dann auch mit auffangen. Für das Auffangen der Menschen ist auch die evangelische Kirche in Solingen zuständig. Simone Henn-Pausch ist eine von 50 Notfallseelsorgern der Kirchengemeinde. Seit Freitagabend ist sie fast ununterbrochen im Einsatz. Wie viel Leid und Trauer ist Ihnen denn in den letzten Tagen hier begegnet? Viel. Also wirklich viel. Es sind unzählige Gespräche, die wir geführt haben in den letzten 3 Tagen, sag ich mal. Und da gab es schon viele Tränen, auch viel Erschöpfung, auch manchmal Resignation. Und dennoch, Henn-Pausch ist sich sicher, dass die Solinger auch diese schweren Tage bewältigen werden. Es braucht Zeit, wenn der Schock jetzt abklingt und die ersten ich sag jetzt mal Alltagswochen überstanden sind, wird auch wieder Normalität einkehren. Eine Normalität, die für ihn zurzeit weit entfernt scheint. Khaled Al-Khalaf ist Syrer, so wie der Täter. Der 20-Jährige kam vor 8 Jahren nach Deutschland, ist in einem Verein aktiv, der den kulturellen Austausch fördern soll. In seine Trauer mischt sich Angst, dass sich die Wut mancher nun generell gegen Geflüchtete wenden könnte. Wir leben momentan in großer Sorge. Wir gehen alle zur Schule, in die Uni. Viele gehen arbeiten und natürlich haben wir Angst. Wir haben ja gesehen, die letzten Demonstrationen, Leute versucht haben, das zu instrumentalisieren für ihre Zwecke. Und natürlich haben wir Angst, dass es sich jetzt hochspielt. Dabei empfinde er den gleichen Schrecken über die Tat, das gleiche Unverständnis, den gleichen Schmerz. Wir können nur sagen, wir fühlen mit den Menschen in Solingen. Wir sind Solinger. Wir sind betroffen, wir beten für die Menschen. Wir sind wütend, wir sind traurig und wir hoffen, dass wir dieses Zusammenleben wieder haben. Er wünscht sich das, was sich wohl die allermeisten Menschen in Solingen wünschen: gemeinsam friedlich zusammenleben.